Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Es ist arschkalt heute und es zieht mich nicht wirklich raus. Aber ich bin gleich schnell ins Auto, habe noch zwei, drei Sachen hier gebastelt und gemacht. Und vom einen Teil möchte ich euch jetzt etwas berichten darüber. Und zwar, es ist zwar schon ein Moment her, das war nämlich im Herbst, bin ich wieder einmal in Frankreich gewesen. Und wie das so ist, wenn man in unsere Nachbarländer fährt, vor allem in die südlichen, also namentlich Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Wer dort unterwegs ist, für den ist das Video interessant oder könnte interessant sein. Und eins, ich verspreche euch, es wird kein langes Video, maximal 10 Minuten. Um was geht's? Also, wenn wir in die Länder, in die genannten Länder fahren, dann ist es ja so, dass wir dort auf der Autobahn, wenn wir uns auf der Autobahn bewegen, dass wir dort müssen zahlen, die Maltgebühren, Péage und wie sie alle heissen. Und das Zahlen, das kann man auf verschiedene Arten und Weise machen. Und zwar einerseits die klassische Art mit Bargeld. Die ist allerdings für mich schon lange kein Thema mehr. Ich bin bis vor einem Jahr in der anderen Kategorie gewesen, wo mit der Kreditkarte gezahlt haben. Aber auch dort bin ich heute nicht mehr und um das geht es in diesem Video. Ich möchte euch etwas vorstellen, das vielleicht am einen oder anderen die Reise erleichtern. Und wenn man, das ist vor allem dann noch zusätzlich interessant, wenn man während der Hochsaison unterwegs ist und vor diesen Zahlstellen jeweils lange Schlangen sich bilden. Dann ist nämlich sicher dem einen oder anderen aufgefallen, es hat immer so ein paar Sporen, vielleicht zwei, drei, vier, je nach Grösse vor der Zahlstelle, wo es keine Schlangen hat oder nur sehr wenig Auto. Also, jetzt wisst ihr, auf was ich raus will. Es gibt ja Systeme in diesen vier Ländern, wo man mittels einem Abonnement oder mit einem Gerät eigentlich, auf das will ich raus, die Zahlung an diesen Autobahnbezahlstellen erledigen kann. Und das ist so ein kleines Gerät, ich zeige euch es gerade, das im Auto befestigt ist und oben bei der Durchfahrt an diesen Sporen, an diesen verschiedenen, die so gekennzeichnet sind, eben zum Beispiel Telepass in Italien oder wie sie auch heissen, die anderen in den anderen Ländern. Und dort kann man im Schritttempo, das heisst maximal mit 30, durchfahren und die Antennen, die dort an diesen Sporen befestigt sind, zusammen mit den Kameras vorne lesen. Das Fahrzeug und im positiven Fall, wenn man eben so ein Gerät an Bord hat, dann wie der Geisterhand geht die Barriere rauf und man kann weiterfahren, ohne dass man einmal musste anhalten. Und wie gesagt, ja, das in eigener Erfahrung getestet. Ich war zwei, dreimal in Frankreich und das funktioniert hervorragend und das ist wirklich ein Komfort, den ich nicht mehr möchte missen. Darum erzähle ich euch das hier. Vielleicht hat es der eine oder andere drunter, der das auch spannend findet. Und, wenn ihr es kaufen wollt, dann habt ihr etwas davon. Dann kommt ein paar Euro geschenkt über und ich komme auch noch ein paar Euro über. Also, eine schöne Win-Win-Situation. Also, um was geht's? Ich muss das schnell vornehmen hier. Ich habe es nämlich vor der Scheibe angemacht. Voilà. Es geht um das Teil hier. Beep and go. Oder beep and go, wie das gerne möchte sagen. Ihr seht, das ist so gross, nicht einmal so lang wie mein Zeigefinger. Also, ganz ein kleines Teil. Und es ist auch ganz flach. Da, ihr seht es. Nichts Grosses. Hat hier eine Befestigungshalterung, Öffnung. Die Halterung ist vor an der Scheibe angemacht. Und zwar genau, ich zeige es dann mit der Kamera noch im Viereck innen neben den Kameras. Und was macht jetzt das Teil? Ich schaue, ob ich das wieder anmachen kann. Ohne, jawohl, so ist es wieder oben. Also das ist ganz easy. Und damit sind wir schon bei einem Punkt. Ihr seht, das Kästchen ist also nicht nur für ein Auto, sondern man kann das hier rausnehmen. Man kann mehrere Halterungen
in verschiedenen Fahrzeugen brauchen und das Kästchen also wechseln vom einen Fahrzeug ins andere. Das nur so am Rand. Und jetzt das Spannende, ja, was ist jetzt da sexy dran, nebst dem grossen Komfort, der für mich persönlich der grösste Gewinn ist und der grösste Komfort bietet, hat man monetär keinen Anreiz, in dem Sinne, es gibt keine Spezialpreise. Also der Komfortgewinn ist eigentlich aus Benutzersicht zu cleveren. Aber ist klar, die Frage ist ja, was kostet das? Und das ist jetzt das Positive. Man zahlt einmalig einen Betrag, je nach Abonnement, das man abschließt. Maximal sind es, glaube ich, knapp 20 Euro. Das ist die Anmeldegebühr plus das Kästchen dabei, wo man nachher, nach der Anmeldung innerhalb von maximal 2 Wochen zugeschickt bekommt. Das ist eine französische Firma, Bip & Go. Das funktioniert aber bestens. Also, was kostet es? Die 19 oder knapp 20 Euro, bin ich nicht mehr ganz sicher, die seht ihr auf der Webseite, die ich unten in der Beschreibung verlinke. Das ist einmalig. Wie gesagt, entgegen dem Begriff Abo gibt es keine wiederkehrenden Kosten. Wichtig, keine wiederkehrenden Kosten, solange dass man es nicht braucht. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr geht 3-mal im Jahr auf Frankreich oder Italien oder in eines von diesen 4 Ländern, die ich vorhin aufgezählt habe. Dann die erste Trip, beispielsweise im März, dann wird noch für einen Monat März die Abogebühr verrechnet, oder also einfach für die Monate, wo ihr das Gerät gebraucht habt, wo ihr irgendeiner Zahlstelle vorbeigefahren seid und gemessen seid worden. Dann zahlt ihr dann die Abogebühr. Und die Abogebühr hat irgendeinen Betrag von, je nach Land, zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro. So, in diesem Range ist das. Also, es ist eigentlich, 2 Franken oder so, 2-3 Franken maximal. Und das, finde ich, ist der Komfort absolut wert. Natürlich kommt dann selbstverständlich Gebühr dazu, die Autobahngebühr. So wie sie jeder muss zahlen, die wird einfach on top verrechnet. Die Verrechnung erfolgt über ein Bankkonto im SEPA-Verfahren, wo ihr, also das Bankkonto müsst ihr bei der Eröffnung angeben. Und dann wird das einfach dort direkt belastet. Also, man muss nicht noch Rechnungen zahlen und dem ganzen Zeug hinten nachrennen. Funktioniert hervorragend. Ich habe es ausprobiert. Das gibt es nichts zu bemängeln. Ja, das war es eigentlich schon. Ihr seht, ganz kurz. Und wenn ihr den Link, den ihr in der Beschreibung drin tut, braucht, bekommt ihr 4 oder 5 Euro geschenkt über eh dasselbe. Da sind wir wieder bei der Win-Win-Situation. Und jetzt schauen wir noch schnell, wie das hier oben aussieht. Da seht ihr, das ist hier das Gerät, wo... jetzt muss ich schnell schauen, ob man das gut sieht. Es wird auch ein bisschen schwierig sein. Hier ist es, das Teil. Da seht ihr. Voilà. Ja, das ist die ganze Geschichte. Die Batterie hat, glaube ich, etwa 2 oder 3 Jahre. Und wenn die durch ist, dann kann man ein neues bestellen, kommt das zugeschickt über. Also, wenn ihr es brauchen könnt, bestellt, Lieferfrist 2 Wochen. Freut euch drauf, wenn ihr es das nächste Mal braucht. Schönen Sonntag. Ciao zusammen.